Willkommen im letzten Amiibo-Video. Haben wir über Mario geredet, wie er doch immer die Prinzessin Peach rettet. Und hier ist sie auch schon. Heute packen wir die Prinzessin Peach Amiibo von der Super Smash Bros. Collection aus. Nummer 2. Und wow. Wow, wow. Die sieht sehr besonders gut aus. Ich würde sagen, wir gucken einmal kurz nochmal hinten drauf, so wie wir es immer machen. Und dann, ja, würde ich sagen, packen wir sie aus. Packen wir sie aus, komm. Gucken wir rein. Die ist besonders groß, oder sie wirkt groß. Was ich cool finde. So, muss ich mal gucken, wenn ich die nachher alle hintereinander stelle, wie das dann aussieht. Die muss ich gar nicht großartig neu fokussieren, weil sie einfach so groß ist und einfach so weit weg vom Dingsbums stehen muss. Ja. Was soll ich zu der Peach noch sagen? Sie... Wow. Sieht einfach mega gut aus. Allein schon mit dem Kleid, was dann so in der Luft sich quasi bewegt. Wow, das sieht sehr cool aus. Ich sage, glaube ich, viel zu oft wow. Man kann hier gerade so nicht unter den Rock gucken. Können wir aber gerne gleich mal machen, um zu gucken, was denn da überhaupt ist unter dem Rock. Die Detailarbeit hier ist sehr schön. Das Kleid ist schön verziert. Ist auch sehr hart. Darunter, das ist beweglich, wie man hier sieht. Ja, halte ich doch mal das Gesicht näher in die Kamera, dass wir uns das auch mal angucken können. Na, fokussiere. So, das sieht doch auch schon mal sehr schön aus. Krone drauf, wie sieht es von oben aus? Okay, nichts drin. Die Haare sehen gut aus. Kleid, Hände, Position, alles sieht sehr gut aus. Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal, was da drunter ist. Darunter sind Beine. Beine, das ist sehr gut. Man sieht also keinen Popo oder so. Der ist hier hinten drinne versteckt. Das ist schön. Muss ja auch alles kindergerecht sein, oder? So, jetzt kleine rote Absatzschüchen an den Ständer hier hinten. Ja, den Ständer. Den durchsichtigen Ständer sieht man kaum. Das ist auch sehr gut gelungen hierbei. Und ja, bei Mario hatte ich es ganz vergessen. Der hatte gar keinen so einen Ständer. Der stand hier mit beiden Füßen direkt auf der Plattform und brauchte das somit nicht. Ja, Fazit zu dieser Figur von mir, sehr schön verarbeitet, sieht sehr gut aus und die kommt natürlich direkt neben Mario. Ja, lasst eure Bewertung in den Kommentaren da, bis zum nächsten Amiibo-Video.